auch im Jahr 1951 hat es ja Lawinenkatastrophen, aber nicht nur in Osttirol, im Regratten gegeben, sondern alpenweit, im Tessin hunderte Tote, in Südtirol, auch in Österreich waren viele Todesopfer zu beklagen. Typisch wieder für eine ausgeprägte Südlage, hohe Windgeschwindigkeiten in der Höhe, ausreichend Luft, feuchte Luft aus Süden her, zusammen mit frontalen Niederschlägen, Tiefdruckhöhe im Golf von Genua. Eine Situation, wie sie im Alpenraum nur sehr selten vorgekommen ist. Ab Mitte Jänner 1953 haben wir sehr starke Schneefälle gehabt. So haben wir schön die Feuerwehr, bei Tag und bei Nacht haben sie gemisst aufpassen, wo will ich alleine oder sieh schon was passiert. Also was zusammenbricht oder alleine geht in ins Dorf. Da sind wir halt viel in den Ausgang beim Laukatlan. Wir haben ja Fisch gelesen. Es hat immer gerauscht. Man hat praktisch nichts gesehen. Oder die Lahn, wo so reingegangen oder über die Balfen und über Wellensachen und die Wohl. Da hast du nur ein Rauschen. Den ganzen Tag hat es immer gerauscht. Und wenn es einmal aufgezogen hat, ist eine Seltenheit gewesen, hat der Hanna Kasimir gesagt, schau es einmal an, es wollen wir alle. Das ganze Ecke hat es rausgetragen. Die ganze linke Schaugemeinde, das ganze Schnee ist auf ihren Autotolen. Am 29. Jänner sind wir alle zur Kirche gewesen. Und knapp, wenn es da aus ist gewesen, schreit er an sich bei der Kirchtier, die Lahn ist schon ins Dorf gegangen. Da die Kirche ist schon ausgewiesen, sind wir alle aus der Kirche und da gestrebt ins Dorf und haben gesehen, wo die Lahn höher ist. Wir sind da in der Stube, die Nachbars, die alten Mann da haben kochten jeden Sonntag, Bacherhönnes und Bacherandale. Und da der Vater und der Ludwig haben da gekochtet. Und die Mütter, die hat gewählt, auch in das Kirchli gehen. Rosenkranzbett mit einiges Meidelern und der Linde. Und weil sie da kochten, geht da vorne die Erne rein und sagt, die Lawine kommt. Dann sind wir wohl alle außen, das ist alles vorbei gewesen. Ja, also den Tag werden wir natürlich nie vergessen, wer den erlebt hat. Ich bin auf der Post gewesen, die Post war damals unten beim Wirt und bin nachher von 9 bis halb 11 haben wir Dienst gehabt. Damals war es nicht so wie heute, dass das Wochenende schon am Freitag auf die Nacht begonnen hat, sondern erst am Sonntag um 10:30 Uhr. Und dann bin ich auf ins neu erbaute Eigenheim. Da waren wir erst seit ein paar Monaten drinnen und haben noch kein Wasser drinnen gehabt. Jetzt haben wir unseren Wasserbedarf, haben wir gemisst in der Nachbarschaft decken. Und nachher, nachdem ich meine Hausarbeit getan habe, bin ich nachher in meine zwei Wassereimer genommen und bin auf eine Nachbarschaft, da 2 Minuten. Und da gab es einen Trog vor dem Haus und dann habe ich die Eimer da niedergestellt und gewartet, bis sie voll sind. Und es ist eine fast unheimliche Stille, ist da über dem Dorf gelegen gewesen. Man hat überhaupt nichts gehört und geschnieben. Nichts gehört, nichts gesehen, gleich all was so geknackst hat. Da hat man gewusst, ja, es sind allenthalben Lawinen unterwegs. Und auf einmal kracht es halt ganz schrecklich. Und ich habe nachher aufgeschaut, da in Dimmelbachnähe. Und da ist so ein ganz dunkles Ding dahergekommen, eine Wolke dahergekommen. Und dann bin ich reingesprungen ins Nachbarhaus, wie Gott die Marie erzählt hat. Und haben Leute geschrien, die Lawine kommt. Und die Schwiegermutter hat dann gesagt, wo dann? Und dann war es schon alles vorbei. Und nachher bin ich wieder raus und habe meine zwei Wassereimer genommen. Mein Mann war unten in der Nachbarschaft und hat sein Dach abschöpfen gewählt. Und ist inzwischen natürlich auch oben vom Dach. Und dann bin ich raus und interessanterweise habe ich die zwei Eimer Wasser nicht auslassen können und habe mich da rausgequält. Und die Lawine war nachher, unser Haus ist ganz nie das Haus, war jedenfalls der Schnee direkt eben dem Dach halt her. Und nachher sind da draußen, da stand draußen in der Nähe des Dimmelbaches ist eine alte Mühle und da sind gerade die zwei Zöllner nachher, die haben sich auch durch den Schnee einer gequält. Die sind da dahergekommen und haben mir gerufen, warten Sie leih, wir helfen Ihnen. Dann haben sie mir einer geholfen mit den zwei Wassereimer.
Ja, nachher hat sich das alles in den nächsten Minuten abgespielt. Jedenfalls haben wir über den oberen Teil des Dorfes, der sehr gefährdet war, natürlich verlassen und haben unten beim Schwager Quartier gekriegt und haben nachher Sende Nacht verbracht. Ich habe mir da die Lahnhörer sündig gesehen, bis sie die Kartat sind. Nachmittag haben wir noch gesagt, wir haben noch mal vier Witz schauen, wie es ausschaut, herum bei Nähwerke. In der Fefe. Dann sind wir auch spaziert und da ist Lexenmandl, der, wie heißt der denn gleich, wie hat er denn geheißen? Hansel, der was Nähwerkbetreiber war. Der hat da oben gestorben gewesen, hat oben mit einem Zangeln und ein paar Draht hat er gehabt. Hat er also Fensteranzüge gemacht, weil es den Vormittag in der Lange, als die Fenster und alles hingeschlagen hat gehabt. Und dann hat er gesagt, man sollte dann nicht einmal helfen, den Schnee habe ich außen putzen. Da oben. Ist alles Schnee denn oben. Sie sind gleich, als wäre ein Fenster, also ein Loch hingegangen. Mehr ist es gewesen, mehr ist alles zu gewesen. Und dann hat er gesagt, haben wir geholfen. Ja. Die haben die Tiere aufgeklappt und das haben Züge gehabt, seit dem Fenster, den Loch. Und dann hat man angefangen, Schnee auszuschöpfen, also zu putzen. Und die schauten zufällig von neben der Tiere mal aus und dann sagten, hey, jetzt gibt es die Lahn. Dann ist die Lahnhöhre, sie haben noch ein Ding mitgebracht. Dann haben wir die Tiere zusammengezüngelt und dann hat er umgesprungen zu mir. Mit dem Buckel haben wir so die Tiere gezüngelt, haben wir es lang, wenn du so was helfen hast. Dann habe ich gewusst, was wir schon tun fangen, was wir schon tun. Ja, dann seit Zeit lang, also geriecht hat sie nichts. Dann bin ich einmal früher gegangen und geschaut, ich habe die Lahn ist schon öh. Dann ist die Lahn öh, bis über Schmieds-Fütterhaus durch. Und dann bis zum Schulhaus. Schmieds-Haus, Fütterhaus sehen wir, wo die Lawine durch das Haus durchgegangen ist. Sehen wir für die, unten die Mauer ist stehen geblieben, sonst ist eigentlich der ganze Teil an Luft durchgewiesen. Dann haben wir ein paar aus und haben die Ecken noch gestanden. Und die Lahn ist bis daher gegangen, wo wir stemmen. Und damals die Retter, wenn da ist Alarm geschlagen worden, die Retter haben da auch gesprungen, ich bin auch dabei gewesen, da ist also ein Steiglauch gegangen in Richtung Hittinger und Schmies. Da hat es dich draußen angeht ungefähr. Und nachher, während da oben geschrien worden ist, das Kind nur allein, und dann haben die Leute alle zurückgelaufen in den Schmalsteig und das ist ungefähr also bauchtief gewesen. Und dann halb Meter breit, also ein Schlupfauch. Und dann haben die Leute alle hinterwärts gerannt und durchgerannt und die Hebamme, Taxa Liesele, Hatza Elisabeth, die ist zu liegen gekommen da in den Graben. Da haben die Leute alle drüber gesprungen, wie verrückt, lauter fluchtartig. Und ich meine, der Millermesser, Löst, der Heil ist auch noch zu liegen gekommen da. Die haben da ein bisschen verletzt gewesen, die Leute. Dann hat das letzte Mal gesagt, kann man einmal hören, soll der Linken einmal einen Tee trinken. Ja, dann sind wir bei Löwen gesehen und der Haustier hat zugesperrt gewesen, da haben wir das ganz schön gesehen, dass das Kirchlein nicht mehr steht. Und bei mir auch in Heim ist er auf der Brücke gestanden, hat Schnee weggeben gemacht, seit den Tonnenkirchlein. Ja, Tonnenkirchlein ist nicht auf dem Meer. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und dann schreit man am Müdelaus auf einen Tonnenge. Du, wo ist ja nicht bei der Galinde? Wir haben ihn nicht beten gegeben in der Zeit. Hoffentlich ist er nicht den Kirchlein gewesen. Noch sind uns 12 oder 15 Leute gewesen. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir unheimlich graben. Wo ist man gegraben? Haben Wasser Wasser gewonnen immer. Wir haben laut unheimlich graben und gegraben. Und gleich neben mir steht der Emil, stand der Emil graben. Und der schreit bald drauf. Jetzt hören wir etwas. Hat er so einen Kleiderstoff gehabt, haben wir sie gleich freigelegt. Ein Brett ist auf seinem Buckel drauf gewesen, ist vielleicht 30 cm unter Schnee gewesen. Wir waren alle fassungslos, haben wir nicht mehr gewusst, wo es. Und haben ungeheuer zu betten.